Ja, hallo meine Modellbaufreunde. Heute möchte ich mal mit euch meinen Soundtest zusammen machen. Ich konnte es nämlich nicht erwarten. Ich wollte endlich mal den fetten Lautsprecher testen. Und das mache ich jetzt mit euch zusammen. Ja, ich zeige euch erstmal hier die schöne Yacht. Das ist die Broom 44. Da musste ich gar nicht so viel machen. Hier oben sieht man den Lautsprecher, also die Abdeckung. Das sieht noch nicht so ideal aus, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ansonsten die Instrumente, da habe ich bunte LEDs hintergesetzt, dass das schön deutlich ist. Ja, und hier oben drauf kommt so ein Gerüst. Und da musste man immer so Kabel anschließen, das habe ich jetzt entfernt, indem ich hier die Anschlüsse reingemacht habe. Und wenn ich das draufsetze, dann verbindet sich das automatisch. Trotzdem gereinigt, Kabel schön verlegt und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich drehe das mal. So, hier seht ihr das Rohr, also wusstet ihr ja noch nicht, dass das nach unten geführt wird wegen Gewicht, weil der Lautsprecher wiegt schon was. Und das ist dann wie so eine Kielfunktion. Ich drehe das mal ein bisschen mehr. Kriege ich das hin? Ist das Kabel lang genug? Ja, geht. Ja, da habe ich hier Schaumstoff dran gemacht. Das dient noch ein bisschen den Lautsprecher dann als Gehäuse. Aber der erste Zweck dafür ist, die Oberdeckbeleuchtung soll dann mit der Unterdeckbeleuchtung nicht sich mischen. Ich will das getrennt haben und das wird dadurch abgeschirmt. Ja, aber wir wollen mal gleich den Sound testen. Hier haben wir mal eine schöne Platine, die habe ich jetzt mal grob angeschlossen. Das ist das Beyer Soundmodul, ein sehr altes. Da gibt es leider den Verstärker nicht mehr. Da musste ich mir einen anderen bestellen. Das ist der hier. Der hat 50 Watt. Da muss man aber bedenken, die müssen gekühlt werden von unten. Da steht in der Anleitung nur drin, sonst weiß man das gar nicht. Da hatte ich gesagt, Lautsprecher hat 50 Watt, 60 Watt. Und hier mache ich die Lautstärke über den Poly und Servo. Und dann starten wir mal die Musik habe ich ja nicht, ich habe nur Töne und Fahrsound. Ich mache jetzt mal leise. Einmal nach oben ist Fahrsound an. Ja, man hört schon was. Dann kann ich jetzt hier drüber laut machen. Muss man ja so laut hören, sonst hört er mich ja nicht. Fahrsound aus. Dann haben wir noch ein paar Töne. Machen wir halbe Lautstärke. Kurz nach unten. Und lang. Ja, das sind die vier Sounds, die das Ding abspielen kann. Gibt noch zwei Zusatzsounds bei dieser. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. So zufällig ablaufen, das wollte ich aber nicht. Da hätte ich noch mehr Schalter einbauen müssen. Ja, das ist das gute Stück. Also ich freue mich schon auf den See, kann ich richtig schön Sound machen. Besonders Fahrsound, der soll richtig kräftig rüberkommen. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und freue mich, wenn wir uns im nächsten wiedersehen. Alles klar, bis dann, ciao.